Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich bin bereits auf dem Weg ins Disneyland Paris mit Michaela. Die sitzt am Steuer. Ja, wir sind heute einen Tag im Disneyland Paris. Das habe ich bisher noch nie gemacht. Also morgens hin, nachts wieder zurück. Also ich bin jetzt um 3:30 aufgestanden. Viertel vor 4 bin ich aufgestanden. Um 4:15 bin ich losgefahren. Geschminkt habe ich mich gerade im Auto. Da Michaela fährt, konnte ich das ganz gut machen. Ja, hab das noch nie gemacht. Wahrscheinlich werde ich heute Abend tot ins Bett fallen. Aber eigentlich wollten wir zum Jungle Jive fahren. Der hätte heute, das erste Mal wäre seit, als Musical in Studios, wäre das heute das erste Mal aufgetreten sozusagen. Leider fällt er aus auf unbestimmte Zeit, da einige Tänzer mit Covid-19 positiv getestet wurden. Jetzt wird natürlich geguckt, ob sich noch mehr angesteckt haben. Ist ja auch egal, ich hoffe nur, dass es den Tänzern soweit gut geht. Und mal sehen, ob der Jungle Jive dann dieses Jahr überhaupt noch stattfinden wird, weil die Saison endet ja Ende September mit dem Übergang zur Halloween-Season. Und ja, wir werden sehen. Auf jeden Fall werden wir trotzdem einen schönen Tag haben. Der Daniel ist auch mit dabei. Haben einiges geplant an Fotos, Videos etc. Und genau, ich nehme euch jetzt an diesem Tag einfach mit, was man alles in einem Tag so schaffen kann in Disneyland Paris. Wir sind so gegen 9 Uhr da, 8:45. Von mir zu Hause aus fährt man knapp 4,5 Stunden, aber ich habe mich ja mit Michaela an einem Mitfahrerparkplatz getroffen. Ich fahre jetzt dann knapp 5 Stunden circa, also nicht wesentlich mehr. Ja, also seid gespannt auf unseren Tag hier im Disneyland Paris. Was ich noch erwähnen wollte, ich war ja zur Wiedereröffnung hier und in diesem Video wollte ich jetzt noch so mal Revue passieren lassen, was sich verändert hat, positiv, negativ, was dazu gekommen ist. Ich weiß, dass es so kleine Paraden gibt auf der Main Street. Die Lion King Show findet ja immer noch statt, also die in dem Frontierland Theater. Genau, meine Haare sehen gerade so lang aus. Wir gehen jetzt durch die Sicherheitskontrolle und dann ab in den Park. Die Charaktere begrüßen einen immer noch morgens. Hallo Minnie, hallo Mickey. Die Neon-Kollektion gibt es jetzt auch hier im Park. Den Neon Spirit Jersey mit Disney in Paris. Ja, ich komme. Die Ohren. Das T-Shirt und den Rucksack. Die Arendelle-Kollektion oder die Frozen-Kollektion von letztem Jahr ist gerade im Sale mit minus 40%. Das Halstuch, die Michaela steht gerade vor den Röcken. Entschuldigung. Genau, das ist gerade minus 40%. So, wir haben jetzt gefühlt 2 Stunden, nee, nicht ganz. Aber haben schon sehr lange Fotos gemacht vom Schloss mit einigen Sachen. Schleppe ich auch noch gerade mit. Laufen wir jetzt zu Dumbo. Ich mache dann noch ein Foto von den Main Attraction Ohren und dann gehen wir die Sachen ins Auto ab. Oder zum Auto, bringen die Sachen dann. Und dann werden wir den Tag hier genießen. Wir haben die Lion King Show gebucht für 12.30 Uhr. Der Daniel redet wieder viel zu laut. Und ich sehe gerade, meine Linse ist dreckig. Die muss ich jetzt auch gleich noch sauber machen. Jetzt gerade zum Auto. Wir haben gleich 12 Uhr. 12:30 beginnt die Lion King Show und ja, ich würde euch jetzt nicht raten, wenn ihr für einen Tag ins Disneyland kommt, 3 Stunden lang oder 1 Stunde lang Fotos zu machen, weil dafür ist die Zeit wirklich zu schade. Nutzt die Zeit dann mit Attraktionen, Charakteren, konzentriert euch auch auf den Haupttag, wenn ihr nur einen Tag hier seid, weil ja, hier gibt es zurzeit mehr zu sehen im Hauptpark als in den Walt Disney Studios. Ist ja eh die Hälfte gesperrt. Genau, und wenn ihr nur einen Tag da seid, ist der Hauptpark Disneyland in Paris die bessere Wahl. Und ja, wir laufen jetzt zum Auto und geben die Sachen ab. Und dann gucken wir uns gleich die Show an. Da sage ich auch noch gleich was dazu, wie das abläuft. Ich werde euch auch einen kleinen, ich muss die Hand wechseln, Arm wird schwer. Zeige ich euch gleich noch einen kleinen Einblick. Und dann lassen wir den Tag entspannt weiter verlaufen. Jetzt haben wir das Wichtigste erledigt und ja, schauen wir mal. Also bei mir ist es nicht so tragisch, wenn ich nicht direkt Attraktionen oder Charaktere mache. Ich war zur Wiedereröffnung hier, so viel hat sich nicht getan und ich bin nächstes Wochenende auch schon wieder hier, deswegen ist es nicht so schlimm, wenn ich nicht direkt zu den Attraktionen laufe oder
zu den Charakteren. Aber jetzt erstmal zum Auto. Wir laufen jetzt zum Frontierland Theater. Daniel, haben die Tickets über die Liberty App gebucht. Ihr könnt die Tickets vor jeder Show 2 Stunden vorher über die App buchen. Ihr könnt euch auch Mastercard-Tickets holen in der City Hall, so wie letztes Jahr. Nur ist es etwas anders. Man bekommt die Mastercard-Tickets 2 Stunden vorher, genauso wie bei der Liberty App. Aber sind limitiert auf 10 Stück pro Show. Das heißt, die Chance, da irgendwelche Tickets zu bekommen, ist eher gering. Ja, also das sind die Möglichkeiten, wie ihr die Tickets oder an die Tickets für die Lion King Show kommt. Dasselbe Prinzip wäre es auch gewesen bei dem Jungle Drive. Der Daniel tanzt schon den Jungle Drive. Genau, jetzt gehen wir da hin und ich schaue mir mal die Situation im Theater an. Das haben sie wohl geändert. Die Show hat ja vor einer Woche angefangen und da wurde wohl schon jede Reihe besetzt. Und da nur zwischen den Gruppen einen Platz freigelassen. Das haben sie jetzt vor einigen Tagen geändert. Und die lassen jetzt auch eine Reihe frei zwischen den Gruppen sozusagen. Also eine Reihe frei, eine Gruppenreihe sitzt wieder besetzt. Na genau, das haben sie geändert, was ich gut finde, weil es schon sehr eng war. Es reduziert natürlich die Kapazität, aber es ist besser so. Je mehr Abstand man hat, desto sicherer ist es für uns alle. Und ja, es ist ganz schön viel los heute, finde ich. Es sind überall sehr, sehr lange Schlangen. Big Thunder Mountain habe ich gerade vorbeigelaufen, eine super lange Schlange. Ja, jetzt schauen wir uns mal die Show an. So, wir sitzen jetzt hier im Theater. Ihr seht, die Plätze sind markiert. Und ihr seht, die Reihe ist frei, dann sitzen da wieder Leute. Dasselbe Spiel hinter uns. Genau. Wir haben jetzt leider nicht die besten Plätze bekommen. Aber hey, Hauptsache man kann die Show sehen.
So, wir kommen gerade aus dem Theater, haben uns die Show angeguckt und oh, was soll ich sagen? Also sie war letztes Jahr schon toll, dieses Jahr haben sie einige Sachen verbessert und oh, sie ist einfach wirklich, wirklich super, super, super schön. Jetzt haben wir jetzt Bananenbrot bekommen, kann ich euch mal zeigen. Kostet 4 Euro, ne? Ja, 4 Euro mit richtigen Bananen drin, das probiere ich gleich mal und berichte euch, ob es uns geschmeckt hat. Und jetzt machen wir unseren eigenen Jungle Dive hier noch. Das werdet ihr dann auch gleich noch sehen. Alors là, Dago, ça c'est une sacrée surprise. Oh Mickey, c'est comme dans un rêve. I wanna be like you. I wanna walk like you. Like you do, you sing is true, and ain't like me, can't learn to be human too, can't learn to be human too. Diversity was never all the same, we found our neue Magic Shots, hier einmal mit Olaf in Frontierland. Schaut mal, wie wir hier haben, Minnie Maus in ihrem Safari-Outfit. Die ist nicht jeden Tag da in ihrem Safari-Outfit, auch manchmal in ihrem normalen, aber wir haben heute Glück. Hi, how are you today? Lovely. You know what said? The Jungle Book Drive was cancelled now. I thought I would see you there on stage with Mickey together, yeah, with that dress. Lovely. Lovely outfit. As usual. So, ich mache jetzt hier ein kleines Päuschen. Die anderen fahren Big Thunder Mountain. Ich wollte eigentlich noch den Magic Shot mit Pocahontas machen. Der ist leider nicht mehr da. Vielleicht kommt er nachmittags nochmal. Mal sehen. Was soll ich noch sagen? Achso, unser Jungle Jive Performance. Ich hoffe, die hat euch gefallen. War ein bisschen improvisiert, aber ich finde, es ist ganz witzig geworden. Die, die mir auf Instagram folgen, haben die Performance auch schon gesehen. Ich werde die jetzt auch nochmal, also ich habe die dann fürs Video hier auch nochmal zugeschnitten. Wir versuchen die Show später nochmal zu gucken, die letzte um 5, weil wir leider jetzt nicht so gute Plätze hatten und ich wollte die Show eigentlich komplett filmen und nochmal auf YouTube hochladen, falls jemand von euch sich die Show nochmal angucken möchte, komplett. Aus der Position, wo wir jetzt saßen, war das halt nicht schön gewesen, das komplett zu filmen. Also ihr habt Ausschnitte gesehen, aber ich versuche halt nochmal komplett zu filmen. Ansonsten warte ich jetzt auf die anderen und dann schauen wir mal, was wir noch so treiben. Da vorne. Es gibt eine neue Tasse mit Ursula. Ich muss sagen, die finde ich richtig schön. Ich habe eigentlich keinen Platz mehr für Tassen. Ich hoffe aber, dass sie zu Halloween noch mehr Villains rausbringen. Also das wäre echt mega, weil ich finde die echt mega schön. Die kostet übrigens 15 Euro. Eine Premiere heute. Ich fahre zum ersten Mal Autopia. Ich wollte es ja letztes Mal schon fahren, als ich mit Jessie hier war, aber da war die Warteschlange zu lang. Jetzt geht's los, die wilde Fahrt. Wir haben sogar ein pinkes Auto, Mensch, das ist ja hier der Wahnsinn. Das ist ja richtig rasant. Ja, das war's mit dem Rasant. Mein Maserati fährt 210. Schwupp, die Polizei hat es nicht gesehen. Das macht Spaß. Das macht Spaß. Das macht Spaß. Also wir gehen uns gerade einen Snack holen und irgendwie, ich weiß nicht, wo die ganzen Leute auf einmal herkommen. Ich glaube, das ist Pirates. Also, ihr seht, es ist gerade auch sehr eng. Also ich finde es gerade sehr voll. Kinder. Also wir gehen jetzt zum Café de la Bruce. Es gibt nämlich einige, die wollen den Mango Whip essen. Und ich möchte ein paar Nuggets essen. Ja, das ist, glaube ich, die Schlange für Pirates. Also sehr viel los. So, ich habe mir wieder das Chicken Nuggets Menü geholt für 12,99 €. Chicken Nuggets, Getränk und einmal eine Chipspackung, die da hinten liegt.
Wir gehen jetzt gerade rüber in die Studios. Wie gesagt, an einem Tag, wenn ihr nur einen Tag hier seid, würde ich mich auf den Hauptpark konzentrieren. Aber wir gehen jetzt trotzdem mal rüber, weil hier einige noch mit Crush fahren wollen. Und Tower of Terror. Aber ich muss sagen, die Wartezeiten heute, also im Gegensatz zum letzten Mal, wo ich hier war, extrem viel länger. Die Warteschlangen wurden auch jetzt nach draußen verlagert, also dass sie länger werden können. Bei Thunder Mountain stand draußen, Pirates, ich weiß nicht, also überall ist so, Fette Männer ist 40 Minuten, wir sind jetzt gerade am Big Thunder Mountain vorbeigelaufen, was angeblich 30, aber ich glaube, das ist auch mehr. Pirates waren, glaube ich, auch 30, also es ist schon so um die 30 bis 45 Minuten, muss man mittlerweile warten. Es ist eigentlich schon 18 Uhr, also ist noch relativ voll für die Uhrzeit. Naja, also wir gehen jetzt in die Studios. Ich glaube, ich war die ganze Zeit jetzt unscharf. Sorry. Uns jetzt von den Studios, sind Crush gefahren und Tower of Terror und da oben sagen uns Mickey und Minnie tschüss, aber wir gehen jetzt noch in den anderen Park kurz für die Stunde. Schließt auch gleich und ich denke, wir werden uns jetzt Richtung Ausgang begeben. Werden gleich jetzt noch was essen fahren in Marne la Vallée in Billy Bob's. Da nehme ich euch auch noch mit, um euch zu zeigen, was da zu essen gibt, ob sich das lohnt. Und meine Maske rutscht. Genau, also wir gehen jetzt raus aus dem Park, haben noch einiges geschafft. Wir sind jetzt gerade auf Phantom Männer gefahren. Ich habe mir die Ursula-Tasse gekauft, die ihr vorher gesehen habt. Ich finde die so cool. Ich hoffe, dass bei Halloween noch mehr von diesen Villains-Tassen rauskommen. Genau, das Wetter, es hat kurz einmal geregnet, so für 5 Minuten. Ansonsten hatten wir echt schönes Wetter. Viel geschafft heute, obwohl sehr viel los war. Man muss sich das halt gut einteilen. Ja, am besten halt so einen Plan machen, wenn man nur einen Tag herkommt. Am besten einen Plan machen, was man unbedingt sehen will. Und den Rest einfach auf sich zukommen lassen. Wir verlassen jetzt gleich den Park und genießen dann noch den Abend. Und müssen dann noch nach Hause fahren. Heute verabschieden uns Stitch, Captain Hook, natürlich Mickey und Minnie. Und da hinten haben wir Rafiki mit Baloo, den wir jetzt nicht sehen. Also in die Ecke gehen. Versteckt sich. Genau. Die verabschieden sich heute von uns. Ich habe mich übrigens eben versprochen, es heißt Buffalo Grill und nicht Billy Bob's. Das Billy Bob's ist im Disneyland. Wir sind aber nicht mehr im Disneyland. Wir sind wieder im Auto. Ich muss auch meine Brille anziehen, weil meine Kontaktlinsen langsam mich ein bisschen genervt haben. Kommt von der Müdigkeit. Und genau. Ich bin sehr gespannt. Ich war hier noch nie essen. Vorsicht! Der fährt einmal rückwärts hier. Die Franzosen schon wieder. Ich wollte hier einparken, Michaela. Ja, ich weiß. Ich wollte hier einparken. Ja.
Naja, also ich zeige euch gleich, was da drin zu essen gibt. Der Daniel schwört da drauf, gibt wohl eine Hauptspeise, wie ich verstanden habe, und dann ganz viele Beilagen, so viel wie man möchte. Bin sehr gespannt, obwohl ich noch gar nicht so viel Hunger habe, aber mal sehen. So, wir haben jetzt auch schon bestellt. Ich habe mir ein Steak bestellt mit zwei Beilagen, mit gegrilltem Gemüse und grünen Bohnen und zwei Soßen. Und ja, jetzt hier mal kurz einen Blick auf die Karte. Das ist alles auf Französisch, aber hier unten gibt es einen QR-Code, da könnt ihr den scannen und dann bekommt ihr auch die englische Karte. Ich finde die englische Karte, muss ich sagen, etwas übersichtlicher, da hat man auch Bilder dabei und sieht auch direkt die Beilagen. Genau, jetzt bin ich mal aufs Essen gespannt. So, meine Vorspeise ist mein Cappuccino. Nein, ich habe keine Vorspeise. Aber der Daniel hat Mozzarella-Sticks. Ich muss sagen, die sehen echt gut aus. Sticks der Mozzarella. Hier, der Mann neben mir, links von mir, hat Carpaccio. Und Michael hat auch nochmal Mozzarella-Sticks. Was habt ihr nochmal? Mixed Starters. Tapas. Guten. So, ich habe das Steak, Barbecue-Soße, Bechamel-Soße, grüne Bohnen, gegrilltes Gemüse. Der Daniel hat ein paar Pommes. abgezählt. Mit dem Famous Burger, natürlich passend zum Daniel, der ist ja famous. Ne? Die anderen, Michaela hat schon Fish and Chips. Ja. Viel esst sie ja nicht und die anderen haben noch nichts. Eigentlich wollte ich gar kein Dessert, aber alle anderen haben Dessert bestellt. Wem mir gefallen. Vom Dessert-Himmel. Es gibt ja auch einen zweiten Magen fürs Dessert. Ich habe jetzt die Creme Brûlée. Da vorne, Michael hat noch Cheesecake. Creme Brûlée. Und die anderen haben wieder nichts. Es ist irgendwie... Doch, die kriegen noch was ganz Cooles. Die kriegen gleich was, ne Daniel? Hat sich nicht rasiert heute. Doch, habe ich. Aber das ist wegen der Maske. Und das ist wie so ein Treibhauseffekt. Keine Ahnung. Genau. Das muss man ergründen. Könnt ihr mal unten kommentieren, ob ihr das genauso habt, den Treibhauseffekt. Im Gesicht. Wir haben es endlich ins Auto geschafft. Wir haben jetzt fast 23 Uhr. Eigentlich wollten wir spätestens um 22 Uhr fahren. Hat leider nicht ganz funktioniert mit Dessert oder den ganzen drei Gängen, die alle da hatten. Ich hatte nur zwei. Aber dafür so große! Ja, ich habe meine Hauptspeise nicht ganz geschafft. Aber es war lecker. Also kann man empfehlen, wenn ihr hier mal außerhalb von Disneyland Paris essen wollt. Wir haben, also ich habe jetzt knapp, wir fahren jetzt 3 Stunden 2:58 bis zum Parkplatz. Und dann fahre ich noch 1 Stunde 40 nach Hause. Es wird sehr spät heute. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Jetzt geht nämlich gleich meine Batterie leer. Wenn es euch gefallen hat, jetzt ist es auch noch dunkel, bitte lasst mir ein Like da, ein Abonnement und wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Ich bin nämlich wieder in Disneyland nächste Woche. Also schaltet wieder ein. Tschüss.